bin Yannick und das ist Georg. Und das ist das Roboboard. Wir haben uns gefragt, kann ein Skateboard noch was anderes sein außer ein Skateboard? Und da kam mir die Idee und halt dann am nächsten Tag hat sich dann herausgestellt, dass Georg gerne mitmachen will. Und dann haben wir halt erstmal geguckt, wie wir es machen. Und weil hier am besten das aus Lego ging zu bauen, haben wir den Prototyp vom Prototyp gebaut. Und der hat halt die Fähigkeit, dass der fahren kann. Und wenn der zum Beispiel in einer Klippe runterfährt, dass der dann nicht runterfährt, sondern stehen bleibt und rückwärts fährt. Das werden wir gleich beim Versuch sehen. Warte kurz. Dauert kurz. So lange kann ich noch sagen, dass wenn das fährt, dass es dann hier, wenn man zum Beispiel hier in der Hand hinhält oder eine Mauer da wäre, die etwa wie zum Beispiel eine Treppenstufe ist, dann würde das stehen bleiben. Können wir auch gleich sehen. So richtig gut aussehen. Ich habe davon auch schon eine Zeichnung mal früher gemacht, von einem Skateboard, was strombetrieben ist. Jetzt mit der Klippe das. Okay.